bin ja schon mega froh um den Job, den mir Pharao gegeben hat. Aber er ist auch mega streng. Jetzt bin ich ganze 7 Jahre lang da gewesen und bin umgekreist und habe geschaut, dass die Vorwürfe richtig abgeleitet werden. Und jetzt habe ich auch Hungersnot. Und jetzt muss ich schauen, dass die Leute überhaupt noch irgendwo zu essen bekommen. Ich komme auf Hengsus. Ganz ferne Länder, vor allem in Ägypten, ist das einzige Land, das genug Vorwürfe abgeleitet hat. Ja, Herr Lang? Herr, da draußen haben ein paar junge Männer, die gerne einen Korn kaufen. Ja, bringen Sie ihn. Das waren 3 unendlich lange Tage. Ich kann es so vermissen. Das sind die schlimmsten Tage im Leben. Ich bin falsch verstorben. Ich habe keine Aufzugung. Ich auch nicht. Und wisst ihr, an wen ich die ganze Zeit haben müssen denken? Ja, ich weiß es genau. Mir ist es nicht gegangen. Du willst von dir sehen, oder? Ja. Wisst ihr noch, wo wir ihn in den Brunnen werfen und er so laut geschrauen hat? Bitte werf mich nicht in den Brunnen hin. Und ihr Herz zerrissen, er brüllte. Und wir haben einfach nur ein wenig geschlafen. Ich habe ihn auch nicht zu beruhigen. Ich habe mir gedacht, gut bestraft sind sie da und müssen aufhelfen. Dann weiß ich immer noch, was machen. Kann er doch dort zwar gewahrt, kann er Zeit, dass ich die Schule zu bevor lade. Aber ihr nützt nicht bloß. Meine Brüder tun es ja wirklich von Herzen leid, was sie gemacht haben. Ich würde mich jetzt so gerne ihnen zu erkennen geben, aber ich glaube, es ist jetzt einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt für das kommen. So? Wir behaupten also immer noch, ich sehe keine Spione. Herr, ich weiß, dass die Masse tun sie überzeugen, aber wir sind wirklich kein Spion. Ja. Also, du hast kein Unrecht. Und achte Gott, ihr alle bleibt am Leben, wenn ihr eins beachtet und etwas macht. Ihr alle könnt Korn kaufen und zu Hause bringen zu eurer 100. Familie. Aber jemand bleibt da im Gefängnis. Jemand bleibt da
im Gefängnis, solange sie wieder da sind. Und ihr bringt mir euren jüngsten Bruder mit. Danke, Benjamin. Herr, das ist sehr, sehr großzügig. Werde da bleiben. Gut, Soldat, bring ihn ins Gefängnis. Die anderen Bürger können jetzt Frauen holen. Und bring mir euren Bruder mit. Das ist der zweithöchste Mann in Ägypten, direkt unter dem Pharao. Okay. Aber wieso hat er immer noch nicht wieso hat er dann Bodo, wenn er doch denkt, ihr seid ein Spion? Wir haben in unserer Familie gesehen. Dann liegt jetzt genau auf dem Job, Kreisbogen, sondern nur eine einfache Familie. Okay, das ist ein schlauer Fuchs. Tja, ich sag mal, das ist zwar klar, aber das muss man nicht sehen. Er hat es in der Ägypten im Gefängnis gehalten, bis wir zurück können und ihm den Benjamin zeigen. Was? Sind ihr eigentlich nur ganz im Trost? Ach, das ist ja einfach dumm, wenn lang bist, dumm von uns. Aber wenn wir nicht wissen, was der auf so Idee kommt, will ich irgendwie aus seiner Situation auslösen. Ja, was? Aber ihr könnt auf keinen Fall mit dem Benjamin kommen. Wir haben uns gesagt, da ist nicht bei anderen Wahl. Ja, also. Aber. Ich sage auch wirklich, wenn ihr nicht mehr mit dem Benjamin heimkommt, dann seid ihr nicht mehr meine Söhne. Ich habe den Josef schon verloren. Und ihr werdet den Benjamin auch noch verlieren. Also, gut, wir gehen gerade los. Packt euch Sachen zusammen und das Geld mit ihnen, dem Auto zusammen. Pass auf. Hey, pass auf, Benjamin. Gerne pass auf. Also, mach dich zu. Ciao, Benjamin.
Mir entfällt sich keine Ahnung, was jetzt zu mir passieren. Wissen Sie eigentlich sicher, dass Sie das Mädel das Geld bezahlt haben? Das Geld? Da ist sicher vor Ort bei mir in der Krankenkasse. Ja, und was sind das für ein Geld in unserer Tasche? Da hat ein Gott mal etwas Gutes getan. Aber jetzt kommen wir rein und zeigen am 10. April euren kleinen Brüder. Herr Rein. Herr, Sie sind zurück mit dem Brüder. Soll ich reinkommen? Sind unschuldig. Und da wir ihn wahrscheinlich eh nicht haben, können sie uns gerne durchsuchen und der Täter soll sterben, wo er hat. Und wenn er ihn hat, dann soll er sterben und die anderen bleiben als Sklaven für immer am Hof. Also,